Stimmen zum heutigen Spiel werden präsentiert von unserem offiziellen Energiepartner, den Stadtwerken Lübeck. Felix Trinkut, das war heute ein besonderer Moment, glaube ich. Nicht nur 5-3 nach 1-3 Rückstand gewonnen, sondern auch für dich das erste Tor seit langer, langer Zeit. Wie fühlt es sich an? Was hat das mit dir gemacht? Ja, mich persönlich hat es sehr gefreut, nochmal zu treffen, auch in der nicht so schönen Saison für uns alle. Aber für mich persönlich war es nochmal ein schöner Abschluss, sage ich mal. Wir haben natürlich noch zwei Spiele, kann gerne nochmal so weitergehen, aber dass man mit einem Tor doch nochmal nach so einer Leidenszeit zurückkommt, hat mich persönlich sehr gefreut. Ja, du sprichst es schon an, die Leidenszeit dauerte bei dir ja wirklich gefühlt ein Dreivierteljahr, irgendwie mit kurzer Unterbrechung. Nimm uns nochmal kurz mit, was da so passiert ist bei dir und ab welchem Moment du so einen Tag wie heute wieder hast kommen sehen? Ja, gute Frage. Also ich hatte ja erst Knieschmerzen in der Vorbereitung damals. Da hieß es noch, das wäre der Meniskus und der Knorpel hätte auch ein bisschen was abbekommen. Das haben wir dann relativ zügig in den Griff bekommen, dass ich dann gegen Dresden, glaube ich, wieder aufgelaufen bin. Auch relativ schnell nach so einer Verletzung. Hab da aber auch dann schon gemerkt, dass ich irgendwie doch zu früh angefangen habe und nach wie vor noch Knieschmerzen hatte. So wie sich dann ja auch in Saarbrücken rausgestellt hat oder kurz nach Saarbrücken beim MRT, dass der Knorpel doch mehr abbekommen hat. Und dann daraufhin wurde der Knorpel halt nochmal intensiver behandelt, wurde ein Stück irgendwas Neuromäßiges wurde da rangetackert und müssen wir Ulf fragen. Dann hieß es halt, das kann Knorpel, dauert 6 bis 9 Monate, glaube ich. Und ja, da muss man natürlich erstmal so ein bisschen schlucken und gucken, wie man damit umgeht. Ich habe relativ zügig dann auch mit der Reha angefangen, hatte dann aber auch in der Reha ganz oft irgendwie so mental damit zu kämpfen, weil ich nicht bereit war für die zweite Reha und dass das schon nervig war und dann auch oft mit Schmerzen wieder reingegangen bin, weil es irgendwie doch noch mehr wehgetan hat, als ich irgendwie mir erhofft habe. Sondern waren so eine Aussagen schwierig für mich zu handeln, wo es dann hieß, ich müsste vielleicht mit dem Schmerz leben. So und habe dann aber relativ, obwohl ich die Hoffnung schon ein bisschen verloren habe, ehrlich gesagt, habe ich noch mal ein bisschen was an meiner Statik gemacht und damit so ein bisschen anscheinend den Schlüssel gefunden. Und seitdem bin ich halt schmerzfrei und jetzt freue ich mich über jeden Kurzeinsatz, über gerade so ein Spiel wie heute, dann einfach zum Ende der Saison doch nochmal positiv das so zu gestalten. Dann nehmen wir uns auch nochmal einmal mit in das Spiel heute. 1-3 Rückstand, haben, glaube ich, nicht mehr so viele dran geglaubt, dass es hier noch so ausgeht, wie es ausgegangen ist. Was ist da passiert auf dem Platz? Dass es auf einmal in die komplett andere Richtung gegangen ist. Ich habe auch zu Kölle, glaube ich, draußen noch gesagt, solange ich nicht wieder bei 4-0 und mit einem Mann weniger auf den Platz komme, ist mir alles recht. Weil da war es dann schwierig, noch ein Zeichen zu setzen, so bei 1-3 mit gleich vielen Mann auf dem Platz. Glaube ich, hat man schon gemerkt, dass wir eigentlich gut im Spiel waren, immer zum blöden Zeitpunkt so die Gegentore kassiert haben. Und dass wir aber irgendwie heute es geschafft haben, uns mal nicht hängen zu lassen und einzubrechen, sondern gerade mit dem Anschlusstreffer, glaube ich, nochmal so eine Euphorie durchgegangen ist und wir natürlich auch ein bisschen freier aufspielen können, als Duisburg es konnte. Und ich glaube, das haben wir gezeigt und dann auch ganz gut ausgenutzt heute mal, endlich. Weil ich glaube, die Qualität hatten wir schon häufiger oder die ganze Saison über, aber zu wenig auf den Platz gebracht. Und die Atmosphäre war dann auch sofort wieder so, wie man sie sich von der Lohmühle wünscht, oder? Wie hast du es auf dem Platz wahrgenommen? Ja, das stimmt wohl. Also ich glaube, die Fans haben nach dem 3-2 auch nochmal Lunte gerochen und uns so ein bisschen nach vorne gepeitscht und das haben wir auf dem Platz natürlich auch gemerkt und dann glaube ich, war es ein gutes Zusammenspiel zwischen Fans und der Mannschaft. Und dann erzähl uns zum Abschluss nochmal deinen Moment des Abends, das Tor, wie hast du es selber erlebt, wie ist es gefallen? Ich durfte endlich mal rechts spielen, da fängt es schon mal an. Ich habe mich immer auch in der letzten Saison oft beschwert, dass es dann doch links wurde, weil ich nicht so gerne auf der linken Seite spiele, weil ich glaube, da nehme ich mir selber so meine Stärken weg und dass ich mich im Zentrum oder rechts halt wohler fühle. Und das war eigentlich genau so eine Situation. Ich krieg
durch eine Flanke von links auf den zweiten Pfosten rechts den Ball. Nehme ihn einmal ganz gut mit und habe dann eine ganz gute Position, leicht Rücklage, wo ich ihn dann ins lange Eck einfach, ich weiß nicht mal, ob ich sagen schlänze, weil es war irgendwie Vollspann, aber schießen war es auch nicht. Hebe, sagen wir Hebe. War so gedacht auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Genau, dann, und sah gut aus, das ist das Wichtigste und erfolgreich war es am Ende auch. Naja, perfekt. Danke Felix Ringgut. Kein Problem. Marvin Thiel, das war mal wieder so ein Lohmühlenabend, wie man ihn sich wünscht, oder? Als Spieler viel besser kann man sich den eigentlich nicht vorstellen, oder? Nee, absolut. Also ich liebe es auch einfach, Freitagabend hier im heimischen Stadion zu spielen. Und dann sind wir eigentlich relativ gut ins Spiel gekommen, liegen dann unglücklich einfach 1-0 hinten, wo ich mich frage, okay, man könnte eigentlich schon 2-0 führen. Man frisst dann einfach wieder den ersten Torschuss zum Tor und dann fand ich es aber sehr, sehr gut, dass wir einfach weitergemacht haben und dann auch zurückgekommen sind in das Spiel. Und klar, also Freitagabend, Lohmühle, das macht mir schon immer Spaß. Und den Fans hat es auch Spaß gemacht, das war heute, glaube ich, auch von der Atmosphäre her so typisch. Und ihr habt es den Fans dann auch leicht gemacht. Was ist denn nach dem 1-3 passiert, wo man ja eigentlich gedacht hat, okay, man sieht nicht so gut aus? Ja, ich glaube, dass es im ersten Moment einfach ein Rückschlag war, wo man einfach 3-1 hinliegt und das waren zwei Tore, die man einfach vermeiden kann. Aber wir haben dann einfach nicht aufgesteckt. Wir haben weitergemacht und haben dann, glaube ich, mit dem 3-2 von Felix wieder Mut geschöpft mit dem Rückenwind der Fans, die nach wie vor überragend ist. Und dann haben wir einfach weitergemacht, nach vorne gespielt, so wie man es auch ganz gerne kennt hier von der Lohmühle, und dann auch Lohmühlenfußball gespielt. Muss nicht immer Tiki-Taka sein, auch mal gerne lang nach vorne. Und dann haben wir, ja, das Spiel zu unseren Gunsten gedreht. Und das dann auch mit begeisterndem Fußball sozusagen. Dann kamen auch noch Jungs von der Bank, die auch noch so ein bisschen Euphorie mit reingebracht haben. Wie habt ihr die Jungs aus der U21 und aus der U19 in den letzten Wochen im Training schon erlebt? Und hast du das geglaubt, dass die da so viel Schwung reinbringen können heute? Also es freut mich ungemein, gerade dadurch, dass ich auch gebürtiger Lübecker bin und auch denselben Weg wie jetzt hoffentlich Mika oder auch Yassin gemacht haben. Ich glaube, dass wir als Mannschaft denen das ganz einfach gemacht haben, die aufzunehmen, dass die ein bisschen unsere Luft schnuppern. Ich glaube, da sind wir eine sehr, sehr homogene Truppe und hat mich ungemein gefreut, dass Mika auch zum Beispiel das 4-3 erzählt hat. Also der hatte auf jeden Fall noch mal ein bisschen Euphorie entfacht, sage ich mal, mit seiner Spielweise, wo er dann auch mal gerne gestandene Drittligaspieler ausgespielt hat. Ja, sah gut aus, hat die Fans auch mitgenommen, auch die Tribüne mitgenommen. Das war dann in der Schlussphase wirklich ja Begeisterungswellen sozusagen fast, die durchs Stadion geschwappt sind. Und das Ganze eine Woche nach einem Abstieg. Was sagt das aus über die Stadt Lübeck, über das Publikum und über das, was wir vielleicht dann in Zukunft hier erleben können? Naja, ich glaube, dass für uns alle, dass das Niederschlag war, gerade auch für die Fans, auch für mich mit dem Abstieg, dass das für mich auf jeden Fall ein paar Tage waren, wo ich dann das Ganze erstmal sacken lassen musste. Aber es bringt ja nichts, dass wir uns dann einfach jetzt ergeben. Und ich glaube, das hat die Truppe heute sehr, sehr gut umgesetzt. Auch mit dem 3-1 Rückstand, dass wir einfach befreit dann einfach aufgespielt haben und letzten Endes auch mit Würde absteigen. Also letzten Endes geht das ja auch nächstes Jahr weiter. Und da sollte man am besten so viel Euphorie wie möglich entfachen, auch in den letzten Spielen, dass man einfach alles reinwirft, alles gibt, immer noch ganz gerne, so wie heute, den Lohmühlenfußball einfach lebt auf dem Platz. Marvin Thiel, das wünschen uns die letzten beiden Spiele auch noch. Erstmal danke und schönes Wochenende. Danke, ebenso.